Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Together Battlefield 1942. Die üblichen zwei Verdächtigen an Bord. Wir spielen Tobruk und... Not und Elend. Ja, Tod und Verzweiflung. Pest und Cholera. Je nachdem, wie ihr haben wollt. Wir spielen Tobruk ohne einen Startbildschirm, weil ich gerade technische Probleme hatte. Oder meine Internetverbindung einfach mal wieder. Ja, Tobruk haben wir letztes Mal auch auf Seiten der Deutschen gespielt, weil man hier alle Punkte einnehmen kann. Ja, genau. Dieses Mal spielen wir halt den Irak. Ich glaube, so viel Unterschied ist da nicht. Hust, hust. Ich weiß aber, wen ich lieber spiele. Den Irak. Hallo? Natürlich! Ich sehe übrigens gerade. Ach so, ja, wir haben ja ein Thema, ne? Ja, wir wollten eigentlich noch weiter reden über Bad Company 2, eventuell, wenn dir noch was Wichtiges eingefallen ist jetzt. Aber ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut abgedeckt. Ja, und dann kam eigentlich schon Battlefield 3, oder? Ja. Und Battlefield 3 ist ein Spiel, das schwierig zu Let's Playen wird. Denn ich habe, leider, ja. Denn ich habe dabei irre viele Probleme. Ich hab's gerade gesehen. Es ist so bitter. Ich habe dabei irre viele Probleme mit der Verbindung. Warum auch? Steig mal mit in den Heli, bitte. Ich bin voller gespawnt. Wie gesagt, ich hatte, um das jetzt endlich mal durchzubringen, ich habe in Battlefield 3 irre viele Probleme mit der Verbindung. In der Hinsicht, dass ich ständig nach 15 Sekunden, in denen ich im Spiel bin, die Meldung kriege, ich soll mich doch bitte wieder verbinden, ansonsten werde ich aus dem Spiel gekickt. Ich spawn in deinem Heli, also steigt da nicht aus. Sehr gut, ich versuche irgendwie den so ruhig zu halten, dass wir ganz nach hinten durch können. Dann mal viel Glück dabei, das schaut nicht gut aus. Wow. Sag mir mal Absprung, okay. Ich sehe nichts. Oh. Absprung, Absprung. Und er landet und geht nicht, jetzt gleich geht er aber kaputt. Wir haben auch ein paar Bots mitgeschleppt, sehe ich gerade. Ja, sehr schön. Die sind alle hier gespawnt jetzt gerade bei mir noch vorher. Ich suche da hier hinten. Das sind alles Fahrzeuge, die man zu zweit oder zu dritt erst richtig sinnvoll benutzen kann. Was nehmen wir uns? Dein Heli. Natürlich den ohne Bewaffnung. Wäre auch zu schön, wenn wir Waffen hätten. Spring mal ab. Bin gleich drüber, jetzt. Ja. Okay, ich hänge im Heli und kann nicht schießen und der andere schießt in den Heli und kann mich töten. Ach so. Ja, das ist Battlefield. Ja. Ja, wie der Wolle mir gerade erzählte, kann man Bad Company nämlich doch im Koop spielen. Also, was mich sehr freut. Ich spawn und ich werde zerfetzt. Das ist doch da. Wir müssen unbedingt diesen Punkt halten. Also ne? Man kann Bad Company 2 die Kampagne nicht im Koop spielen. Man kann diesen Onslaught-Modus zusammenspielen und die normalen Karten, so wie hier eben in Battlefield 1942 auch. Das heißt, das wird man auf jeden Fall sehen bei uns. Genau, die ganzen Karten. Und dann geht Bad Company 2 Vietnam wahrscheinlich auch, ne? Das habe ich nicht. Ich hab nur das Hauptspiel. Müsste ich mir holen. Ich hab das damals für 2 Euro gekriegt. Das war im Angebot bei uns hier im Nachbargeschäft. Ja, wie gesagt, Battlefield 3 habe ich dann Probleme mit der Internetverbindung. Und Battlefield 4 kriege ich erst wahrscheinlich jetzt mit der Grafikkarte nächste Woche oder so. Eigentlich sollte ich sie die Woche kriegen.
Aber die Chancen dafür stehen relativ schlecht, soweit ich das jetzt herausgefunden habe. Ich fahre gegen die Panzersperre und mache direkt mal... Alter! Daumen hoch für diesen Stunt, den wiederhole ich nicht freiwillig. Und ich habe leider einen Punkt verloren. Dafür hole ich mir gerade einen. Sehr gut. Boah, die Sprache, ne? Sorry, aber... Oh. Ich habe nichts gegen andere Sprachen, aber das hier ist einfach nur absolut. Wie weit der Granatwerfer geht, das bist du aus heutigen Spielen gar nicht gewohnt. Ich unterschätze das jedes Mal total. Ja. Vor allem, dass sie so gut damit schießen. Ja, man weiß gar nicht, was einen tötet. Ach, ein Panzer von der gegnerischen Hauptbase. Ach so. Klar. Das ist die Artillerie. Und nee, Steam schon wieder normaler. Steam schon wieder im Wartungsmodus. Ja, das, Steam hat gerade ordentlich Probleme. Da spackt gerade irgendwas extremst drum. Und zwar deswegen, weil ich bin zwar auf Offline, wenn ich aufnehme, aber ich krieg das halt gut, weil das Freundefenster da nebenbei offen ist und ich sehe halt da immer wieder keine Verbindung zum Steam-Server möglich, Wartungsmodus. Und ja. Ich finde das extrem krass, weil Steam eigentlich die Wartungen immer, wenn die Server online sind, machen können. Die haben da ja eigene Zwischendinger mittlerweile eingeschalten, wie ich es in Detail schnell. Eigene Backup-Server, die sie da dazwischen laufen lassen können, damit einfach alles normal weiterläuft. Okay. Wo dann die aktuellen Spielstände etc., die du in der Cloud speicherst, direkt dann auf die eigentlichen Server wieder übernommen werden. Und deswegen finde ich es so krass, dass die ganze Zeit jetzt im Wartungsmodus sind, weil das gibt es eigentlich schon seit Jahren. Wo kommt der Bradley her? Über die Distanz... Ja. Soll man erstmal schaffen. Sehe übrigens gerade, es gibt ja mittlerweile irgendwie alles von Lego, ne? Jetzt kommt ja bald das Simpson-Haus zum Beispiel. Ach bitte, lass mich doch da in Ruhe. Aber irgendwie für 300 Euro. Also ich war nie großer überdimensionaler Simpson-Fan oder so. Ich kenne ein paar Folgen, die mir was sagen, die mir Spaß machen und so. Aber ich war jetzt nie der große Fan von. Klar, dass irgendwann das Lego-Haus kommen muss, war klar. Das war nur eine Frage der Zeit. Aber dass sie so extra teuer rauswursten und vermarkten, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin ein riesen Simpsons-Fan. Von den 500 Folgen, die es gibt, würde ich behaupten, kenne ich alle inklusive dieser früheren Simpsons-Short schlecht gezeichneten irgendwas Folgen. Und wäre das erschwinglicher, würde ich es mir wahrscheinlich holen, einfach damit ich es habe. Aber für den Preis, nein, danke. Wie gesagt, ich war nie der große Simpsons-Fan. Ich meine, ich kenne sie, ich kenne auch ein paar wichtige Folgen, die sie gemacht haben, wo sie halt besonders witzig oder gesellschaftskritisch oder sonst irgendwas waren, die halt wirklich herausragend waren. Aber halt jetzt nichts irgendwie, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die ganze Staffel oder so gesehen auf einmal oder so. Für mich ist es immer noch einer der größten Zeitpunkte im Jahr, wenn die neue Simpsons-Staffel anläuft. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass The Simpsons die erfolgreichste Serie überhaupt ist, also... Nein, die erfolgreichste Animationsserie. Die erfolgreichste Serie ist mit Abstand Doctor Who. Läuft seit 1963, über 800 Folgen. Hat irgendwie 35 verschiedene Guinness World Records und so. Okay, Korrektur. Simpsons war bis gerade eben die erfolgreichste Serie, die ich kannte. Also ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel da früher bei High Five, als die Christine noch da war, die war ja auch so ihre Dr. Who-Fan und die hat da oft so Dr. Who-Witze gebracht und ich dachte mir so, ich habe noch nie eine Folge von den Typen gesehen oder so und null Plan, worum es da geht, aber ich soll mich halt damit auskennen dann auch, das ist halt irgendwie... Oder wenn man so Insider bringt, dann sollte man die zumindest erklären. Ich meine, ich habe auch nicht angefangen, hier einfach so zu schreien, da läuft eine Leiche rum. Ich habe ja auch erklärt, woher es kommt. Ja. Also,
jetzt nichts gegen die Christine im Speziellen oder so, die ist. Ich finde es schade, dass jetzt bei Half-Life weg ist, aber was wir es machen. Ich finde es noch. Hat sich wahrscheinlich einen richtigen Job gesucht, aber egal. Nein, also, ich finde es auch schade, dass Sigismund weg ist, also. Ach, ist der auch schon weg? Der ist schon lange vorher weggegangen. Echt? Das Wo ist der jetzt? Der sitzt jetzt in Berlin und arbeitet unter anderem bei Behind mit. Und sitzt teilweise auch in diesem Pro7 LPT-Stadion, sag ich schon, Studio. Wo halt auch das LPT von Gronkh und Sarazar gemacht wird, und der sitzt da jetzt bei der Videotechnik auch dabei. Ich kann nicht verstehen, warum der nicht weiter bei der GameStar ist. Oder wenn nicht bei der GameStar, halt woanders. Er war ja dann bei High Five, eben weil ihm die GameStar an sich zu langweilig wird. Kann ich auch verstehen. Ich meine, es sind total viele, die früher dabei waren, einfach schon gegangen. Vor allem die Guten, wie wir finden. Ich meine, der Sigismund, der ist dabei, seit ich GameStar lese. Auch mit dabei noch Jörg Langer, damals noch Jörg Langer, Chefredakteur, Christian Schmidt, wer noch alle dabei war, es gibt viel zu viel, aber Jörg Langer und Christian Schmidt fallen mir immer sofort ein. Gunnar Lott natürlich auch. Also das sind, glaube ich, die drei epischsten Redakteure, die diese Zeitschrift jemals hatte, und die sind alle weg. Die sind alle mittlerweile weg. Die letzten Überbleibsel der Satzung, die halt der Besatzung, Verzeihung, die halt damals dabei war, als ich angefangen habe zu lesen, davon ist nicht mehr viel übrig. Die Petra Schmitz ist noch da. Der Heiko Klinger. Und da frage ich mich ehrlich gesagt auch, wie lange das noch so weitergeht. Der Heiko Klinger ist noch da, aber da ist es auch schon mehr fraglich, weil das arbeitet ja mittlerweile auch schon mehr beim Online-Magazin im Hintergrund. Und wer ist noch da? Irgendwer noch? Michael Graf. Und dann sind wir fertig. Von dieser gigantischen Besatzung, die mal fürs Printmagazin zuständig war, ist nicht mal mehr da. Wir müssen den vorne in der Mitte einnehmen, ne? Ganz dringend. Ja, ich bin schon dabei. Gut. Und ich finde es halt extrem krass, wie man da mittlerweile. Okay, es ist größtenteils sehr guter Ersatz nachgekommen. Es tut zwar immer weh, wenn man jemanden verliert, aber die schreiben auch sehr, sehr gute Artikel, und vor allem haben sie mittlerweile ziemlich viele freie Redakteure, vor allem von der alten Besatzung, eben Gunnar Lott und Christian Schmidt schreiben vor allem noch ziemlich viel im Artikelbereich. Also hinten in diesen Artikeln. Mhm. Und okay, in den letzten Ausgaben war es, glaube ich, auch nichts drinnen, die letzten zwei, drei, aber die tauchen halt immer wieder auf, auch. Und muss aber trotzdem sagen, also mir fehlt was. Das ist ein Grund, warum ich dann irgendwo auch weg bin von der GameStar. Es ist einfach. Also ich habe es jetzt noch bis in den. Wann habe ich noch abonniert? April? Mai? Also als du dann gesagt hast, okay, du wirst das Abo kündigen, wo ich dann auch überlegt habe, okay, langsam wäre es Zeit. Da habe ich es gerade verlängert gehabt. Also das habe ich jetzt 2-3 Monate noch, glaube ich. Außer es kommt jetzt nochmal irgendwie eine große Veränderung, dass man sagt, okay, es zahlt sich aus, dann verlängere ich es nochmal, aber mal schauen. Also ich bin jetzt nicht so fix darauf, dass ich sage, okay, ich zahle es auf keinen Fall weiter, ich nehme das Abo auf keinen Fall mehr weiter mit. Wenn es wieder was gibt, wofür sich es auszahlt, dass ich es mitnehme, nehme ich es auch wieder mit. Aber sie bringen jetzt zum Beispiel schon seit 4 oder 5 Ausgaben keine Parodiefolgen mehr. Also Redaktion ist jetzt auch schon komplett tot. Echt? Boah, das war in den letzten Monaten, als ich noch dabei war, war es das Einzige, was überhaupt noch ein bisschen drangehalten hat. Und da wurde das schon so mega schlecht, weil das, muss man einfach sagen, war das Sigismund-Ding. Und seitdem der weg war, waren die alle scheiße. Ich habe übrigens noch eine Legende vergessen, die mir persönlich bei GameStar auch sehr am Herzen lag. Markus Schwertl. Ich hab mich gefragt, wann du daran dazu kommst. Ich wollte nichts sagen. Der Typ ist einfach Hammer. Allein wie oft er den bayerischen Grandler gespielt hat. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er gespielt hat. Oder wie Charlie Sheen einfach gelebt hat. Ja.
Also, Schwertl ist. Vor allem, der war damals für die Adventures und Strategie zuständig, als ich da angefangen habe zu lesen. Und das war halt immer irgendwie mein Genre auch. Und der war halt damals der Chefredakteur von der Abteilung quasi. Wie sagt man da, Leiter Redakteur, Glaub schon. oder? Jedenfalls. Auf den habe ich total vergessen. Das ist. Ja, natürlich, es geben noch mehr. Heiko Klinger zum Beispiel, der auch paar Legenden schon abgesetzt hat. Allein die eine Raumschiff Gamestar Folge. Verdammt, wo steckt Klinge? Ich hatte das nie vergessen. Als der. Boah, wie hieß der schnell? Egal, auf jeden Fall, der Jörg Langer war damals der Captain und der hielt ihm einfach so ein Schwert hin, quasi eine Klinge. Ich werde das nie vergessen. Oder dass sie den Todesstern zerstören wollten, indem sie die Baupläne für die Kaffeekochmaschine stehlen. Also, gerade von der alten Besatzung ist jetzt, wie gesagt, relativ viel weg. Und nachdem ich nicht glaube, dass Petra Schmitz auch noch bis zum Ende ihrer Arbeitskarriere da bei GameStar bleiben wird. Bist du verrückt? Sie will auch mal Geld verdienen, oder was? Ja. Wird's da relativ kritisch. Es ist immer schön abgeknallt zu werden, weil die Bots auf den Gegner, auf den Verbündeten daneben zielen, aber naja. Also ich bin gerade bei der Mission etwas verzweifelt. Mir fehlt irgendwas richtig Schlagkräftiges. Alles geht viel zu Ich schnell kaputt. wollte gerade sagen, hier fehlt irgendwie so ein Superpanzer oder so, weil das hier ist ja alles laues Gewäsch irgendwie, das man halt irgendwie so versucht durchzubringen. Es gibt einen Transportheli, toll, ja, super. Herr Harder, wissen Sie, was in unserer Hauptbase steht? Nein, ein Superpanzer? Ja, dann an die Front damit. Bin schon unterwegs. Heute, ich muss da einen Pieper reinschneiden, wenn man ihn bringt. Hä? Ach, nix. Ja, sag mal. Ich muss da noch einen Piep reinschneiden. Ich habe nämlich genau das gesagt, was ich nicht Ja, sagen ich wollte. wollte nicht gerade sagen, jetzt hast du ihn doch gebracht, aber naja, ist mir jetzt auch relativ. Ich meine, bei mir weiß man, seit man weiß, dass ich einen Block habe. Also, solange du das nicht sagst, okay, ich würde es sowieso machen, aber solange du das nicht sagst, dass du da unbedingt Andererseits, einen. ganz ehrlich, ne, ich schreibe bei unserer Facebook-Gruppe immer mit dem richtigen Account-Namen und so. Also, Stimmt auch wieder. jeder, der jetzt nicht total behämmert ist, hallo Marc, Hat's. der wird's auch so hingekriegt haben. Ich dachte, bis zum Moment, der ist echt am TS. Hat der da so einen dicken Panzer? Ich glaub's nicht. Badam bam, Ich badam auch bam. haben will, ja, genau. Ja, worüber können wir noch reden? Ach so, ich sehe dich gerade in so einer Kinozeitschrift. Es gibt Okay, der geht von auch schnell kaputt. Herr der Ringe, was ich ja mega geil finde, wie eigentlich mittlerweile jeder wissen müsste, Theoretisch, praktisch gibt's auch. auch so Lego-Dinger. Und Ja, jetzt aber stell die. dir mal vor, der, das schon hier, der Turm von Saruman. Der kostet einfach mal 200 € und ist eine Limited. Also der wird wahrscheinlich, gibt's den mittlerweile gar nicht mehr und der kostet mehr. War einfach krank. Ich kenne Leute, die bieten auf eBay eine PS4 zum Verkaufen für 1000 €. Finden dann irgendwer, der das kauft, gehen hin und werden erschossen. Was Was? glaubst du, was bei so Türmen abgeht? Achso, das hast du dann also gar nicht gehört in den Nachrichten. Nee. In Amerika wurden insgesamt mittlerweile 3 Leute getötet und mindestens 28 schwer verletzt wegen der PS4. Oh Mann. Amerika. Ein besonders krasser Fall war kurz nach dem Release. Das hatten wir auch in den Politnews neu. Deswegen weiß ich das jetzt auch von den Fakten noch ziemlich auswendig. Der Typ hat die PS4 für 400 €, das ist eigentlich
relativ günstig ist im Vergleich zum Rest, was sonst angeboten wird da. Eben auf eBay rausgehauen und hatte den Käufer gefunden. Der hat dann auch noch ein bisschen runter verhandelt, also es wurde dann für weniger unterm Strich eigentlich verkauft, mit 350 oder so, als eigentlich geboten, als weniger als eigentlich geboten wurde. Und dann kommt er halt zum Treffen hin. Der hat natürlich schon die PS4 in der Hand, der andere hat schon das Geld in der Hand. Kommt der Käufer einfach hin, steht vor dem, zückt die Pistole, knallt ihn ab. Tja. Beim Verkäufer, muss man dazu sagen, war die Freundin dabei. Die hat das alles mit angesehen. Aber wurde nicht erschossen. Wurde nicht erschossen. Aber die ist traumatisch komplett am Sand, also die brauchst du nicht mehr ansprechen die nächsten 4-5 Jahre. Was glaubst du, fährst du mit deinem Freund irgendwo hin und der wird vor deinen Augen erschossen? Oder bei uns, in unserem Fall halt mit der Freundin, aber na ja gut. Ich glaube, da bräuchtest du mich auch lange nicht ansprechen. Ja. Und es gab halt ein paar so krasse Fälle. Ich habe übrigens, also ich würde da jetzt gern was erzählen, so einen Witz erzählen. Der ist aber eigentlich, ist der, wenn man die objektive Tatsache betrachtet, ist das nicht lustig, sondern traurig. Aber ich glaube, es trifft auch deinen Humor. Vollkommen. Meine Witze sind auch nicht lustig, also erzähle. Und zwar kam das letztens irgendwann in den Nachrichten. Die ex-brasilianische Schönheitskönigin wurde nach einem Opernbesuch erschossen. Mit ihrem Mann. Und das kleine Mädchen hat überlebt. Und ich hab halt Dreck gebracht. Oh, guck mal, Bad Girl. Oh Gott. Ja, weißt du, ist doch wirklich so, oder? Weil ganz ehrlich, die Mutter und Vater wird erschossen nach so einem Opernbesuch oder so und die überlebt als Einzige. Zieht sich weiter eine Maske an und geht auf Verbrecherjagd. Das passt halt leider wirklich. Also, ne, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich finde das jetzt lustig, dass die da gestorben ist und so, auf keinen Fall. Aber. Aber es passt halt irgendwie ins ja. Andere, ne? Ähnlichkeit ist. Nicht abzustreiten. Du wurdest übrigens gerade von der BMP-2 getötet, die genau in deinem Rücken stand. Oder fast. Mhm. Also am anderen Ende der Karte fast, aber naja, kann man gelten lassen. Wenn man drei Augen zudrückt. Memo an mich selbst, mit dem schweren MG nur im Liegen schießen. Manchmal ist auch der Treffer wird viel zu spät erst angezeigt, ne? Ja. Also ich weiß also nicht, ob es an der Mod liegt oder am Spiel jetzt selbst, weil es einfach auf Windows 7 teilweise auch nicht mehr flüssig läuft. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss ordentlich tricksen, um das Spiel überhaupt zum Laufen zu kriegen. Also es kann sein, dass es nicht von der Mod her rumspinnt, sondern vom Spiel selbst her. Aber gut, jetzt haben wir es fast. Jetzt ist schon. Ja, genau. Ich bin mir aber auch nicht sicher, oder ich habe das Gefühl, manche Karten backen ein bisschen mehr als andere. Ja, ich glaube, das ist halt je nachdem, wie es ausgelegt wurde. Weil es gab ja Karten, die wurden mehr auf die Solo-Missionen ausgelegt, und es gab Karten, die wurden mehr auf die Multiplayer ausgelegt. Und ich glaube, es gibt dann einfach Karten, wo du es extrem merkst, dass die auf Solo ausgelegt wurden, wo die Bots halt wirklich funktionieren. Und die Multiplayer-Karten, wo du eben sagst, scheiße, das hätte es eigentlich der Bot besser machen können. Ja. Ja. Auch ja, und wir kämpfen, also wirklich, um hier irgendwie zu gewinnen. Die ziehen sich viel, viel länger, die
Ja, klar, weil du nur Tickets runterrechnest, wenn du alle Punkte hast. Ja. Darauf hätten wir vielleicht denken sollen, bevor wir hier gestartet haben. Wenn sich dann in 6 Stunden meine Platte meldet, ja, wir sind voll, dann wissen wir, was los ist. Aber du hast eine Menge Folgen. Na, das ist ja leider genau eine Folge. Im Battlefield schneide ich ja nach Karten und nicht nach... Ja gut, wenn die jetzt 5 Stunden wäre, würdest du ja wohl nicht eine 5 Stunden Folge bringen, oder? Könnte ich. Könntest du, machst du aber nicht. Es wäre lustig. Und es wird Ausdauer fördern. Und kein Schwein würde sich voll 5 Stunden anschauen. Ne. Wobei ich immer noch sicher bin, dass es wirklich Leute gab, die diesen von Deponia gab es doch so ein Special, dass du das ganze Spiel nochmal spielen konntest und jedes Wort Roggebecher war. Wenn du jetzt vorne alles abknallst, ich habe gerade die Base eingenommen. Ach, es sind die Schweine hin, toll. Ja, ich habe gerade keinen Panzer oder so. Ja, wie gesagt, ich habe gerade die feindliche Base eingenommen. Also die haben gerade keinen Spawnpunkt. Alles was tot ist, bleibt tot. Ja, mach mich ran. Ich muss mich ja einmal im Let's Play nützlich machen. Und mein eigener fährt mich an. Also die Nachladeanimationen wurden teilweise, glaube ich, echt auf die Army-Waffen ausgelegt, weil bei den Irakern sieht das etwas lustig aus, wenn man die Granaten nachlädt vom Mörser. Ah, vom Mörser sage ich schon, vom... Mein Gott, nee, ich schieße, ich krieg die Trefferanimation und der kippt 5 Sekunden später um. Ist normal. Wow. Lebst du noch? Noch da, schon. Es zählt runter. Gewonnen! Good job. Sehr schön. Gut, dann fehlt jetzt noch Wake und dann noch Battle Axe. No. Wir bedanken uns aufs Herzlichste fürs Zusehen, Leute. Vielen Dank. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und viel Spaß. Wir sehen uns dann auf Wake zur vorletzten Karte. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.